Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Bausimulator, über den ich bis dato nur Gutes gehört habe und ich hoffe, das wird sich jetzt bestätigen. Wir legen mal los, neues Profil. Ja, ich sehe so aus wie der. Ja, Safety First, Gehörschutz ist auch wichtig. Eine Firma, ja, unsere Firma ist in Europa, natürlich. Oh, ein Logo. Ja, hier der Presslufthammer, weil Team Paluden, so nenne ich meine Firma, die steht natürlich für Zerstörung. Ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive im Leben denkst du gerade über die Zukunft nach, als das Schicksal an deine Tür klopft. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Am Apparat ist Harpe, ein langjähriger Freund der Familie und Betreiber einer ortsansässigen Baufirma. Wegen eines heftigen Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht dein Schicksal von jetzt auf gleich. Alter! Das Game hat eine richtige Story. Ich sag's euch. Ja, ja, ich bin bereit. Ich habe meine Ohrschützer direkt auf. So, okay, wir müssen los. Folge den Markierungen, sprich mit Harpe. Harpe, ich komme. Das finde ich ja wirklich ganz geil. Dass es halt nicht sowas ist wie Schütt bitte, Schutt von A nach B und danke. Harpe, ich bin da, was passiert? Ah, da bist du ja endlich. Na ja, stimmt. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Klar. Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Harpe, ja. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Aber was ist denn los? Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, ich find's schön, ein dass... Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Okay. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Oh. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Das ist nicht gut. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Ah, Harpe. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Ich mach das. Ich bin bereit. Alles für mein Dorf. Oh, schreibt mal bitte in die Kommentare, seid ihr Dorf- oder Stadtkinder? Das würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen, wenn ihr Bock auf weitere Folgen von dem Game habt, mal gucken, wie die heutige Folge so ist. Bis dato finde ich es geil. Dann lasst super gerne mal ein Like da. Ah, da oben sind unsere Aufgaben. Fahre zum Erdrutsch. Jawoll! Jo, einfach Fernbus-Simulator. Zack. Oh ja, der Sturm, der wütet hier heftigst. Gucken wir mal. Oh, wird nicht zu schnell. Oh Gott! Nichts passiert. Man muss, die Steuerung fühlt sich gut an. Also du darfst hier nicht fahren wie eine wilde Sau, sondern das Ding hat eine richtige Fahrphysik. Ich finde es auch sehr interessant, wie er das Lenkrad hält. Vorsicht, ich darf durch. Harpe hat gesagt, ich darf auch über Rot fahren. Hier vorne, oh ja, hier holen wir den Radlader ab. Stellen mal hier den Wagen ab. Ah ja, so, zuerst brauchen wir Licht. Schalte den mobilen Generator ein. Oh, da hat er richtig reingegriffen. Geil. Der Erdhaufen muss von der Fahrbahn geräumt werden. Mit dem Radlager sollte das im Handumdrehen erledigt sein. Sorry, manchmal mein Gehirn hat manchmal Aussetzer. Ihr kennt mich. So, Radlader, genau. Groß. Okay, Radlader eignen sich, um große Mengen Schüttgüter wie Erde, Kies, Sand zu verladen. Richtig ausgerichtet? Also, ja, ja, okay. Ja, ja, ich weiß ja, wie sowas funktioniert. Also, ich mache ja sowas nicht zum ersten Mal. Hier würde ich, glaube ich, in der Außenperspektive bleiben. Oh ja, gut, jetzt müssen wir kurz mal schauen. Lenkung, Arm heben. Ah, jo. Ja, aber da geht, ist das schon genügend? Gut, die Frage ist, wo schütte ich das denn jetzt hin? Ach so, da an die Seite. Zack, Schaufel öffnen, schließen. So. Und dann lade ich das jetzt hier einfach ab. Oh, Physik sah gerade echt lecker aus. Weil das wirklich so richtig abgetragen wird. So, und jetzt richtig schön, richtig rein da. Diesmal wollen wir ein bisschen mehr. Oh ja, da geht ja viel mehr rein. Erdrutsch abgetragen, 83%. Ja, sieht auch nach 83% aus. So, aber es geht ja darum, dass die Autos zumindest mal durch müssen. Kurz mal hoch. Alles abschütten. Perfekt. Ich sage euch, aus mir wird noch so ein richtiger Bauarbeiter. Oh, Leute. Ich habe ja auch aktuell ein bisschen Stress. Ah, bei der Baustelle. Da geht es nicht so wirklich voran. Also eigentlich war ein bisschen Stress mit der Baufirma. Obwohl eigentlich auch kein Stress. Ach, es verzögert sich. Es ist letztlich so, dass in 2 Monaten
praktisch, ja, wie sage ich das? In 2 Monaten Zeit haben sie das geschafft, was sie eigentlich gesagt haben, was sie in einer Woche schaffen. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da verhalten soll, weil das Ding ist, ich habe ja keine Ahnung. So, ich, vielleicht, das wird schon seine Gründe haben. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall gab es da ein bisschen Beef. So. Ach so, ja, ich bin fertig. Geiles Ding. Fahr ich mal zurück. Ah, hier vorne hin. Easy. Das hier lade ich aber trotzdem nochmal ab. Ich bin ja vorbildlich. Vor allen Dingen, ich will ja auch niemandem irgendwas unterstellen. Weil ich habe ja größten Respekt vor der gesamten Baubranche. Weil das auch, also, das ist ja ein Knochenjob. Und ich bin froh, dass es halt, ich habe es ja schon mal gesagt, Leute gibt, die da auf dem Bau arbeiten. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir mein Haus selber bauen müsste, das würde ich nicht schaffen. Deswegen, vielleicht sind ja auch einige Zuschauer von mir hier gerade in der Baubranche tätig. Also ich habe ja sogar einen Hut auf. Hier, ich ziehe meinen Hut vor euch. Danke, dass ihr das macht. Weil Handwerker sind wichtig und richtig. Das gilt natürlich auch noch für viele andere Berufe. Weil ich weiß, irgendwie jemand sagt mir, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die eben mit Krankenpflegern? Ist natürlich auch alles wichtig. Ich meine, ich bin nur so ein Typ im Internet, der versucht, ein bisschen Leute zu entertainen. Ich mag euch doch alle. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Perfekt. Gut gemacht. Danke. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Ja. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Mache ich. Wir treffen uns dort. Ich schmeiß mich hier direkt in den Pritschenwagen. Achso, wir haben das direkt mitgenommen. Ich habe doch hier gerade Geld. Ich habe es doch hier gerade klitschen hören. Ich glaube, wir haben Geld bekommen. Wir haben auch 25.000 Credits. Also, das ist nicht schlecht. Und ein Level-System gibt es scheinbar auch. Auch immer eine gute Sache. Ja, das sieht eher aus wie Netto oder so, ne? Generator platzieren. Ach, das muss ich jetzt? Ja, ich muss das mit dem Kran machen. Geiles Ding. Als ob. Let's go. Ich habe auch einen Kran bei mir auf der Baustelle. Also kurz für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Ich bin gerade dabei, ein Haus zu bauen. Aber ich habe nicht so einen großen. Kran. Ah ja, warte, da unten sehe ich doch hier irgendwas. Ja, warte. Vor. Wie lasse ich jetzt den Haken runter? Ah, einfach runter. Ja, sehr nice. So, warte. Hier können wir ja anhaken. Dann ein bisschen nach oben. Oh, vorsichtig. Der wackelt. Hör doch auf, so zu wackeln. Mit ganz viel Gefühl. Runter. Ja. Und abhaken. Sehr gut. Easy going. Moin. Kann ich mir der Quatsch. Ach, das ist Habe. Aber ja, wunderbar. Ich schalte den Generator ein. Sehr gut. Damit die Leute morgen früh auch ihre Brötchen bekommen. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile... Die haben doch jetzt gar nicht mehr offen, Habe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Die haben doch nicht 24/7 auf. Auf der benachbarten Baustelle steht ein Turmdrehkran, den wir benutzen dürfen. Den habe ich doch eben schon benutzt. Wie hätte ich das denn eben sonst machen sollen? So. Nach hinten. Whoop. Ja, warte. Jetzt zur Seite. Wow, Junge, wie der schwingt. Aber das sieht doch gut aus. Aber wo soll ich die denn treffen? Guck mal, da bin ich jetzt im Grün, oder was? Ah, guck mal, ich kann auch hier das Ganze so ein bisschen drehen. Ah, jetzt. Ich musste ein bisschen weiter nach oben. Jetzt hat er... Ah, das hat er automatisch gemacht, dass er da jetzt diese beiden Dinger da rangeballert hat. Ja, dann mal hoch damit. Ah, guck mal, jetzt kann ich das auch drehen. Jetzt ein bisschen nach rechts. Boah, wie das Ding schwingt, Mann. So, warte. Haken runter. Ja, sehr gut. Oh, ein Traum. Perfekt. Ja, warte, jetzt. Sehr gut. Steige in den Pritschenwagen, mache ich. Habe, wir sehen uns später. Die haben auf jeden Fall die Originallizenzen hier mit MAN. Die Stadt ist auch wirklich schön gestaltet. Moin. Oh ja, hier einmal bitte bei Obi. Hammergeil, Baustoffhandel.
Sehr gut. Schöner Name. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen. Oder du verwendest nochmal den Ladekran des Pritschenwagens. Den habe ich doch noch nie benutzt. Das hat er mir noch gar nicht gezeigt. Aber warte mal, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir hier einmal Bordwände öffnen. Construction View brauchen wir ja eher nicht. Aber wichtig ist, dass die Wände offen sind. Ja, ich werde auf jeden Fall den Gabelstapler benutzen. So, ich warte, Gabel senken. Schön runter. Ja, wartet. Dreh dich rein. Oh ja, oh ja. Jetzt hoch. Vorsichtig jetzt. Oh, guckt euch das an. Fährt man den immer einhändig? Oh, warte noch ein bisschen. Nein, nein, nein. Oh, okay, nicht so ruppig. Nicht so ruppig. Ja, ich hab den auch. Oh. Jo. Jetzt ist er fest. Hier. Jo, jo, geil. Zack. Geiles Ding. Das haben wir ganz gut gemacht. Junge, der hat auch so einen geilen Wendekreis. Durch das der hinten einfach die gute Hinterachslenkung. Ja, warte. Ich muss noch kurz ein bisschen rangieren. So. Ja, ja, ja. Jetzt einmal runter. Und dann diesmal. Oh. Oh, wir kratzen ein bisschen am Boden, aber das ist nicht so schlimm. So, red ich rein da jetzt. Leertaste, ja. Zack, schön nach oben, damit wir auf Nummer sicher gehen. Dann schön aufladen. Zack. Perfekt. Ah ja, jetzt müssen wir die nur noch einmal ausliefern. Einmal F drücken und Bordwände schließen. Sehr gut. So, fahren wir zur Abwechslung einfach mal in der Außenperspektive. Das läuft doch echt gut. Also bis dato ist noch nichts eingestürzt. Es gab keinerlei Verletzte. Also Cheve. Oh. Jo. Alles klar. Ach so, das mache ich mit dem Kran. Das mache ich auch mit dem großen. Ja, ja. Ich könnte es wahrscheinlich auch mit dem Kran machen, den ich am Auto habe, ne? Aber das leichtere ist vermutlich jetzt hier. Ja, warte. Ein Zeichen, jawohl. So, schön nach oben. Oh, falsche. Nichts passiert. Hoch, 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 hoch. Stopp mal. Warum? Ach, weil das. Ich muss ja. Ich bin ja hier. So muss ich mich ausrichten. Weil das war alles gerade ein bisschen spiegelverkehrt. Das war dann doch ein bisschen anstrengend. So. Hier muss er runter. Zack. Sehr gut. Oh, einfach fast den Netto zerschrottet. Da hätte es auf jeden Fall Ärger von Cheve gegeben. So, jetzt nein, nicht wieder. Stopp! Stopp! Junge, hör doch auf, so zu wackeln. Ich mache das nicht mit Absicht. Bitte, jetzt ganz ruhig. Und jetzt runter. Zack. Jawohl. Fertig. Habe. Ist jetzt Feierabend oder was? Ich habe jetzt hier wirklich im Sturm super gearbeitet. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gott sei Dank, ja. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wie? Wir treffen uns vor Ort. Wie passiert denn das hier die ganze Nacht? Ist das hier ein... Das ist ein Dorf voller Bekloppter, Alter. Wie übrigens, wie am Anfang erwähnt, Leute, schallert gerne den Like rein, wenn ihr Bock habt auf mehr. Oder ein kleines Abo, wenn ihr definitiv keine Folgen mehr verpassen wollt. Und wenn ihr natürlich nach der Folge Langeweile habt... Dann gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast. Ich habe nämlich, für die Leute, die es nicht wissen, einen Podcast zusammen mit German Let's Play. Da labern wir einmal in der Woche über unser Leben. Gibt es auch so ein paar private Dinge. Wer Mängels Stimme vermisst, kann gerne mal reinhören. Ist komplett kostenlos. Gibt es auf Spotify, Apple Music, dies, das. So. Jo, ist das ein... Nee, ist kein Smart. Aber sieht aus wie so ein Toyota Yaris. Jetzt muss ich den wahrscheinlich da mit der Baukralle da so reinballern. Fahre zum Unfall... Ja, ich bin noch da. Moin. Zählt das noch nicht? Habe. Ah, Mann. Ich hab doch hier astrein eingeparkt. Ah, ja. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist... Ei. Oh, der Strom ist wieder da. Lichter gehen wieder an. Es scheint, als wäre die Leitung repariert und das Dorf hat endlich wieder Strom. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Ich muss doch jetzt... Ich dachte, ich soll hier so ein Ding aus dem Boden holen. Habe, was ist hier los? Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon.
Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, hier dann schleunigst eingebaut werden kann. Ja, mach ich. Absolut kein Problem. Aber nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Folge vom Bausimulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sind jetzt noch weitere Videos, wenn ihr Langeweile habt, wie gesagt. Vielen Dank, ey, wenn ihr Bock habt auf mehr, würde mich freuen, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und dann habt alle noch einen schönen Tag. Kommt rein. Ciao, ciao.